Crunch Royal, Leute, und heute startet die 10. und letzte Woche der Herausforderung und ich werde euch natürlich auch in der allerletzten Woche helfen, diese alle erfolgreich abzuschließen. Heute stehen wieder Zeitprüfungen auf der Liste, die es zu bewältigen gilt. Ihr landet einfach hier bei Flush Factory, nehmt euch einen Wagen und fährt hier direkt zu diesem Berg über Flush Factory, hier wo die drei Bäume sind, ich habe es euch auch markiert. Dann steigt ihr kurz aus, aktiviert diese Fahrzeugprüfung, steigt ein. Und eigentlich ist es ganz easy so. Von der Zeit her geht es eigentlich echt klar. Ihr könnt auch noch hier so einen extra Boost geben für den extra Kick und dass ihr noch schneller seid. Aber eigentlich gehen diese Herausforderungen schon gut. Und ihr müsst eben immer wie beim Skifahren, wie beim Slalom hier durchfahren. Und die erste Zeitprüfungen von 3 haben wir hier schon am Start. Und wir wurden hier sogar noch geblitzt, weil wir zu schnell waren. So, und die zweite Position ist direkt hier in Lazy Links und wenn ihr neu seid, dann würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo freuen und wer die Glocke auch noch aktiviert, denn es ist wirklich nur in der Season 7 zu eurem eigenen Vorteil, Leute. Da werdet ihr natürlich alle Challenges wieder mitbekommen und pünktlich und rechtzeitig abschließen können und ich werde jetzt erstmal versuchen, hier ein Auto zu organisieren. Okay, also Autospawnpunkt in Lazy Links, einmal hier oben und einmal hier bei den Garagen, da werdet ihr wahrscheinlich sicher fündig. Mal schauen, was diese Zeitprüfung so auf sich hat. Ich stelle meinen Wagen ziemlich nah hin, aktiviere das Teil und los geht's. Okay, sieht eigentlich auch relativ easy aus. Ich meine, der ATK ist auch gut schnell, damit kann man es auch sehr gut schaffen. Der ATK ist sogar noch schneller wie die Quadramme, wenn er normal fährt. Im Boost natürlich hat die Quadramme dann Vorteil, aber ich denke, das packen wir auch locker und die Herausforderungen sind locker easy. Auf jeden Fall ein Abo da lassen, Leute, dann seid ihr in der Season 7 auch gewappnet für alle Herausforderungen. Ab zum Punkt 3. Und zu guter Letzt haben wir hier am Trailerpark die letzte Station. Dazu geht ihr am besten auf die Rennbahn kurz rüber und holt euch eben einen Wagen. So, und wenn ihr den von der Rennbahn organisiert habt, geht ihr wieder relativ nah hier an das Symbol hin, aktiviert es einfach und hier, hinter mir sind die Teile. Aber die Challenge, ich habe schon gemerkt, die ist gar nicht so schwer. Also die kann man echt gut schaffen. Ich glaube, ich kann sie sogar noch packen. Vielleicht ein bisschen die Boosts hier einsetzen und ja, mal gucken. Wird aber wahrscheinlich knapp. So, nochmal ein richtiger Boost hier durch. Und jawohl, guck mal, das passt doch. 3 von 3 Zeitprüfungen hier abgeschlossen, Leute. Über ein Like fürs Video würde ich mich freuen. Checkt auf jeden Fall die Verlosung auf Instagram aus. Es gibt Geschenke zu gewinnen. Mein Insta-Name ist CrunchX. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder Hilfe bei den Herausforderungen braucht. Euer Crunch Royal.